Die Proteste im Iran nehmen wieder an Fahrt auf. Symbolisch für die Bewegung steht die Stadt Mahabad, wo hunderte junger Menschen auf die Straße gegangen sind, nachdem ein kurdischer Mann am Mittwoch von Sicherheitskräften getötet worden war. Auch in Teheran und dutzenden anderen Städten kam es zu Protesten. Die Vereinten Nationen warfen dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi vor, eine Mitschuld am gewaltsamen Tod hunderter Demonstrierender zu haben. Wir haben eine Reihe von Berichten über mehrere weitere Frauen und sogar Kinder erhalten, die von den staatlichen Behörden getötet wurden. Wir haben eine Zahl von mindestens 27 Kindern ermittelt, die von den staatlichen Behörden seit Beginn der Proteste getötet wurden. Und die Gesamtzahl liegt bei mindestens 250 Menschen, die seit Beginn der Protestwelle am 16. September von den staatlichen Behörden getötet wurden. Die iranischen Behörden sehen die Demonstrationen als ein Problem der öffentlichen Ordnung. Sie brachten die Proteste mit einem nicht damit zusammenhängenden Anschlag auf eine Moschee in der Millionenstadt Shiraz in Verbindung, bei dem 15 Pilger getötet und Dutzende verletzt wurden.